Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In der letzten Zeit haben sich einige Themen aufgestaut. Das ist einmal die Zinsbremse und ihre Veränderung auf den Markt und zweitens einige Teamchecks. Die ganzen Sachen sollen in der Zukunft auch noch kommen. Nun gibt es aber ein brandaktuelles Thema, nämlich das Trading an sich. Denn es gibt eine neue Regelung vom OFM. Man muss mindestens 11 Spieler im Kader haben. Und auch wenn man nur 11 Spieler im Kader hat, darf man keine Spieler verkaufen. Man muss also erst Spieler vom Amateurmarkt verpflichten beispielsweise, um wieder Spieler verkaufen zu können. Oder man hat einen 35-Mann-Kader und kann maximal 24 Mann am Transfermarkt anbieten. Normalerweise würde ich sagen, es ist kein gutes Ergebnis, wenn nach der Transferperiode noch 13 Spieler übrig bleiben. Also nach dem ersten Transfertag quasi noch 13 Spieler übrig bleiben, wie es aktuell bei mir der Fall ist am ATF-Server. Aber es ist sehr, sehr gut gelaufen. In Wahrheit sind nur 4 Spieler nicht verkauft worden. Denn ich musste am AT-Server 11 Spieler behalten, obwohl ich mit 35 Mann getradet habe. Das kam sehr überraschend und ich konnte mich nicht wirklich darauf einstellen. Und so sind halt jetzt einige Spieler übrig geblieben. Die habe ich jetzt auf dem Transfermarkt wieder angeboten, habe mir einfach 11 Spieler vom Amateurmarkt geholt und kann jetzt halt alle Spieler anbieten. Aber generell ist es natürlich ein großes Problem. Das heißt, das Trading muss jetzt so ein bisschen verändert werden. Jeder, der von euch mit 35 Mann tradet, der muss das Trading jetzt umstellen. Und auch so ein bisschen die Dinge, die ich in der Vergangenheit immer wieder betont habe, mindestens 35 Mann und auch dieses 11 Stammspieler und 11 Spieler nebenher und halt noch weitere Spieler zum Auffüllen, dass man 35 Mann hat, die sind jetzt nochmal ein bisschen zu überdenken. Ich habe jetzt noch nicht einen klaren Plan, aber ich wollte schon mal so ein bisschen was dazu sagen. Generell sollte man natürlich weiterhin mit 35 Mann traden. Wichtig ist aber, dass man halt weiß, welche Spieler erstmal da bleiben müssen, denn man kann ja maximal 24 Spieler am 0., 1. oder 2. Spieltag der neuen Saison anbieten. 11 Spieler darf man nicht anbieten, man muss mindestens 11 Spieler im Kader haben. Das heißt, man muss sich vorher schon genau sicher sein, welche Spieler erstmal da bleiben sollen, bis dann halt einige Spieler verkauft wurden, man den Kader wieder mit Amateuren oder neuen Transfers aufstockt, bis man weitere Spieler verkaufen kann. Heißt im Endeffekt, jeder Mann sollte ein Stammteam haben. Ich am AT-Server trade eigentlich immer mit 35 Mann, das heißt, ich habe kein wirkliches Stammteam und muss das Ganze jetzt umstellen, ich muss mir ein Stammteam langsam zulegen und dann halt nebenher traden und dieses Stammteam halt erst dann verkaufen, wenn ich den Kader wieder aufgestockt habe. Mehr kann ich noch nicht wirklich dazu sagen. Ich habe es, wie gesagt, jetzt erst ganz, ganz kurzfristig erfahren und habe es jetzt zum ersten Mal ausprobiert. Bis jetzt ist es sehr gut gelaufen. Ich habe mich dazu entschieden, die alten Spieler auch noch zu verkaufen. Es hat alles sehr, sehr gut geklappt. Ich habe mit allen Spielern Geld verdient und ansonsten war das diese Saison alles sehr, sehr erfolgreich. Lediglich, dass mich das Ganze ein bisschen eingebremst hat, dass ich 11 Spieler nicht verkaufen darf. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon Probleme damit gehabt, durfte Spieler nicht anbieten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon erste Erfahrungen damit gesammelt habt. Denn ich denke, in der Zukunft muss sich dadurch das Trading einfach verändern. Wie gesagt, meine ersten Worte dazu. Ich werde dann nächste Saison am RT-Server nochmal was dazu sagen, wenn ich so ein bisschen dann halt auch Erfahrungen damit gesammelt habe. Ob das vielleicht auch eine Veränderung vom Markt bedeuten wird. Und das war jetzt quasi meine erste Stellungnahme zu der neuen Regel. Mindestens 11 Spieler im Kader. Was ich schön finde, ist natürlich diese Autofill-Funktion. Das heißt, Gegner mit 0 Spielern im Team bekommen automatisch 11 Amateure gestellt und haben dann automatisch wieder ein Team. Was ich nicht gut finde, ist gerade die Regelung, die ich erklärt habe, finde ich ein bisschen dämlich. Man hat eine Regelung, die es verbietet, dass man 0 Spieler im Kader hat. Man bekommt die Mannschaft quasi automatisch aufgefüllt. Das heißt, das Problem besteht gar nicht mehr, dass man weniger als 11 Spieler im Kader hat. Und trotzdem muss man mindestens 11 Spieler im Kader haben. Irgendwie unlogisch. Ihr könnt auch mal schreiben, was ihr davon haltet von der neuen Regelung. Würde mich sehr interessieren. Jetzt kommen wir noch zu einem kurzen Thema am Classic-Server. Und danach wollen wir uns noch die neuesten Transfers anschauen. Noch ein bisschen weiter was zur Zinsbremse sagen. Aber das Ganze soll dann auch im nächsten Video etwas genauer thematisiert werden. Denn aktuell läuft es sehr, sehr gut im FunCup für mich und das trotz weniger geschossener Tore und trotz eigentlich gar nicht so überragender Tordifferenz. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann weiß man, was ich meine. 6 Spiele, eine Tordifferenz von plus 5 und trotzdem 16 Punkte. Das ist die maximale Punktzahl, die man mit einer Tordifferenz von plus 5 rausholen kann. Also ich bin aktuell sehr, sehr minimalistisch hier in diesem FunCup. Soccer Cup Mexiko unterwegs. Es läuft alles sehr gut.
Trotzdem jedes Spiel nur mit einem Tordifferenz gewonnen und ein Unentschieden. Das also dazu finde ich sehr interessant, wie minimalistisch mein Team hier aktuell unterwegs ist. Aber auch die anderen Gruppenersten haben nicht die überragende Tordifferenz. Die haben allerdings auch schon zum Teil ein Spiel verloren. Jetzt noch ein paar Worte zum Transfermarkt. Wir schauen uns einfach die letzten Wechsel vom Classic-Server an und die letzten Wechsel vom AT-Server an. Am Classic-Server sind die Preise ja deutlich höher als auf den anderen Servern. Das sieht man auch gleich am 8. Spieltag hier einen 96 Millionen Mann und am AT-Server immerhin ein 100 Millionen Mann, fällt dann aber sofort auf die 50 Millionen. Und wenn man die beiden Spieler vergleicht, 24 Jahre Stärke 15 und 29 Jahre Stärke 16, dann ist der 15er doch deutlich stärker und trotzdem nur 4 Millionen Differenz. Also Isle of Jane Ground hat den Torwart, diesen 29-jährigen 16er, an International Soccer verkauft. Diesen Manager kenne ich übrigens vom Beta-Server. Regentropfen ist dort mal Weltpokalsieger geworden. Und wir schauen uns einfach mal den Transfer jetzt etwas genauer an. Es gab nur ein Gebot insgesamt, das war am 7. Spieltag bzw. in der 7. Woche erfolgt. Und der Spieler Fabrizio dos Santos Jr. ist dann halt gewechselt. Sein Marktwert beträgt 86 Millionen Euro, gewechselt ist er für 96 Millionen Euro. Über den AWP-Wert wissen wir jetzt leider nichts und deswegen können wir jetzt nicht wirklich dazu viel sagen. Wir wissen nur, der Spieler war 10 Millionen Euro teurer als der Marktwert. Das Ganze würde schon viel mehr einem 29-jährigen 17er Torwart entsprechen. Vielleicht hat er schon viele AWP und ist deswegen so teuer gewesen. Wir können es nicht direkt auf die Zinsbremse zurückführen. Lediglich ist zu erkennen, dass die Preise aktuell am Classic-Server so ein bisschen weiter steigen, vor allen Dingen für Top-Spieler. Wir schauen uns den nächsten Transfer an, ein gleichalter Spieler mit einer Stärke mehr, Mittelstürmer, fast für den identischen Preis gewechselt, 94,6 Millionen Euro. Der Abnehmer Elmers Mojito Club und der Verkäufer der gleiche wie eben. Sein Marktwert beträgt 77 Millionen Euro, also hier noch deutlicher über dem Marktwert. Das ist eine normale Entwicklung für den Classic-Server und ist nicht direkt auf die Zinsbremse zurückzuführen. Trotzdem könnte das natürlich ein Hinweis darauf sein, dass die Preise in Zukunft auch weiterhin steigen werden, auch durch die Zinsbremse vielleicht noch etwas schneller. Aber mir erscheint das alles bis jetzt relativ normal. Auch bei den verkauften Spielern habe ich jetzt keinen wirklichen Unterschied festgestellt. Ein paar Spieler waren sogar billiger als sonst gewechselt, was mich natürlich ärgert, wie gesagt, bei verkauften Spielern. Aber ansonsten habe ich keinen wirklichen Unterschied festgestellt. Hier noch ein 22-jähriger 10er Torhüter mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro und dieser Verkaufspreis ist natürlich schon beeindruckend, 65 Millionen. Also auch hier deutlich über dem Marktwert. Wir wollen uns das beim nächsten Mal nochmal anschauen und zwar nach dem 9. Spieltag, dann wissen wir, ob sich die Spieler dann vielleicht schon aufgewertet haben und ob das der Grund für diese teuren Preise war, wobei ich mir das hier gar nicht so vorstellen kann. Dieser Preis ist schon sehr, sehr beeindruckend. 65 Millionen Euro bei einem Spieler mit Marktwert 35 Millionen Euro. Also hier ist jemand scheinbar gerne am Geld ausgeben und zwar Buschmann Steven. Frank Buschmann Steven wahrscheinlich. Dann noch ganz kurz zum AT-Server. Also wir schauen uns mal ganz kurz diesen 100 Millionen Mann hier an. Danilo mit einem Marktwert von 55 Millionen Euro, also fast für das Doppelte gewechselt, das wären 110 Millionen Euro gewesen. Er für 100 Millionen Euro gewechselt an Robbery. Und der Preis erscheint mir jetzt wie gesagt nicht so unrealistisch, es ist ein wirklicher Top-Spieler, vielleicht ein bisschen zu viel, aber anfangs der Saison durchaus noch realistisch und Robbery hat diesen Spieler scheinbar dringlichst gebraucht. Wir schauen mal in sein Team. Ja gut, er hat eigentlich einen guten Stürmer. Wollte sich da vielleicht einen Ersatzmann holen. Der ist gleich stark wie sein aktueller Spieler und ein Jahr jünger. Ob er jetzt wirklich die 100 Millionen Euro dafür ausgeben musste, weiß ich nicht. Scheint trotzdem ganz sinnvoll zu sein, vor allen Dingen auf der Stürmerposition einen Ersatzspieler zu haben. Dann noch ein paar weitere Spieler vom AT-Server und dann soll es das für heute gewesen sein. 50 Millionen Euro für einen absoluten Top-Spieler. Der hat einen Marktwert von 24 Millionen Euro. Dann, oh, das wollte ich gar nicht machen. Und dann noch ein 23er 12er Mittelstürmer für 36 Millionen Euro mit einem Marktwert von 25 Millionen Euro. Also wenn man alleine die Wechselpreise mit dem Marktwert vergleicht, dann könnte man schon denken, die Preise sind aktuell am explodieren. Wenn man aber das von der Vergangenheit schon beobachtet hat,
dann weiß man, dass das eigentlich üblich ist, dass die Preise immer weiter steigen. Die Manager werden immer reicher, was damals vor allen Dingen auch durch die Zinsen war. Und somit ist diese Preissteigerung eigentlich normal. Sie erscheint mir schon ein bisschen hoch, aber trotzdem bei meinen Verkäufen jetzt von durchschnittlichen Spielern habe ich keinen gravierenden Unterschied festgestellt, lediglich wenn man sich diese Top-Spieler anschaut. Das war's von mir, Leute. Beim nächsten Mal dann etwas genauer zur Zinsbremse und vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Trading mit 35 Mann und mindestens 11 Spieler im Kader. Haut rein!